Für ein optimales Gaming-Erlebnis braucht man nicht nur einen sehr guten Gaming-PC, sondern natürlich auch für seinen Bereich das richtige Gaming-Equipment. Was zählt dazu? Dazu zählt natürlich das Headset, die Tastatur und die Maus. Und genau in der Reihenfolge behandeln wir heute das Thema Gaming-Equipment, beziehungsweise natürlich in dem Fall euer Equipment für das optimale Gaming-Erlebnis in jedem Bereich oder beziehungsweise hier für jeden. Alle Informationen wie immer natürlich in der Videobeschreibung für dieses Video. Wir behandeln viele Sachen. Ich wünsche euch heute viel Spaß. Als allererstes betrachten wir den Bereich Headsets. Da gibt es natürlich verschiedene Versionen: Stereo, 5.1 oder 7.1. Es ist natürlich wichtig zu wissen, dass man für seinen Bereich das richtige Headset herausfiltert. Die Sache ist, dass Stereo nicht gleich Stereo und 5.1 nicht gleich 5.1 Sound ist, denn es gibt viele Unterschiede, besonders in diesem Bereich. Zum Beispiel ist es so, dass die ganzen Stereo-Headsets ganz solide zwei Lautsprecher bzw. zwei Tonkanäle besitzt, mit dem man im Endeffekt hier in dem Fall sehr spartanisch in Anführungsstrichen den Sound wiedergeben kann. In jedem Headset werden dabei nicht viele Kanäle gebraucht. Es wird aber von den meisten Spielen so auch geraten bzw. unterstützt, ein Stereo-Headset zu benutzen, denn diese Spiele versuchen den optimalen Klang natürlich an der 0815 Otto-Normalverbraucher Stereo-Variante. Mittlerweile ist aber die Technik schon so weit fortgeschritten, dass viele Spiele auch die ganzen unterschiedlichen Toneffektkanäle unterstützen. In dem Fall zum Beispiel das 5.1-System, in dem Fall wären das dann eben ein Mehrkanal-Tonsystem, bei dem fünf Hauptkanäle und ein separater Tieftoneffektkanal zur Verfügung steht, sprich ein Gaming-Surround-Erlebnis, so wie man sich es eigentlich auch wünscht. Und dann gibt es natürlich noch das 7.1-Headset. So ist es bei den Teilen nicht anders als bei den Lautsprechern, sprich, dass hier eben mehr Kanäle, nochmal zwei mehr Kanäle zur Verfügung stehen, um nochmal die hinteren von den vorderen Effekten genauer zu unterscheiden. In dem Fall ist es aber beim Headset so, dass die 5.1 sowie die 7.1-Headsets relativ oft nur virtuell den Sound wiedergeben. Sprich, es ist nichts anderes als ein normales Stereo-Headset, was über ein bestimmtes Programm oder über eine integrierte Funktion versucht, den Sound so wiederzugeben, als wäre es ein 7.1 oder als wäre es ein 5.1-Headset. In dem Fall, um eben diesen perfekten Raumklangeffekt zu erzeugen, versuchen sie euch auszutricksen, in Anführungsstrichen. Ja, dann wären wir auch schon beim Thema Stereo. Hier habe ich zwei konkrete Empfehlungen für euch. Und zwar einmal das Rocket Cave XDD Stereo Premium Over-Ear Gaming Headset. In dem Fall ist es nichts anderes als ein stinknormales Cave, was an sich nochmal mit einer Zwischenstation versehen wurde. Fast alle Cave sind mit so einer Zwischenstation, wo man nochmal genaueres spezifizieren kann, ausgestattet, wo man im Endeffekt dann auch den Sound leiser, lauter machen kann oder Mikrofon an- und ausschalten kann. Bei den teureren Headsets bzw. bei den besseren Headsets ist es dann auch so, dass man da nochmal mehr machen kann, dazu aber gleich mehr. Bei dem Headset ist es so der Fall, dass man ein sehr solides Stereo-Headset bekommt, das guten und soliden Klang abliefert. Die Leute, die seit Jahren auf Stereo schwören oder die sagen, boah, Stereo ist das Beste, weil eben ich auch damit in Spielen am besten zurechtkomme, weil es mich auch nicht unbedingt von dem Game ablenkt, dann kann man natürlich hier zu der Stereo-Variante greifen. Diese ist ab 70 € verfügbar, beziehungsweise gibt es da auch nochmal verschiedene Bemalungen für das Headset, die man sich nochmal separat anschauen kann. In dem Fall ist es natürlich so, dass das Rocket Cave die Features bietet, die alle Stereo-Headsets bieten. In dem Fall nicht unbedingt sehr viel, aber dafür sehr solide. Es ist an sich auch wirklich, wirklich gut gebaut. Das einzige Manko ist, dass es etwas schwer ist. Sollte aber besonders für routiniertere Gamer kein Problem sein. Man hat hier natürlich ein Mikrofon, was sehr, sehr schick ist, was auch gut funktioniert, welches guten Klang liefert. Im Endeffekt hat man hier auch dann noch mal eine Active Noise Cancelling fürs Mikrofon. An sich muss man auch sagen, die Ohrmuscheln von den Cave-Headsets sind wirklich sehr, sehr gut. Die dämpfen auch den Sound von außen. Man hört mehr oder weniger nur noch sich selbst etwas und das komplett, was außen passiert, wird ausgeblendet, sprich, wenn ihr auch einen lauteren PC habt, es macht gar nichts. Im Endeffekt hat man hier mit diesem Headset wirklich das Fixieren genau auf den Gaming-Bereich ausgelegt. Wenn wir uns dann das Razer-Headset anschauen, in dem Fall das Kraken Pro Gaming-Headset, hat man hier auch so ein Headset in der Richtung, bloß hier gibt es nochmal zwei Unterscheidungen, nämlich das normale mit einem kleinen Klinkenanschluss, in dem Fall natürlich einen Standard-Headset-Klinkenanschluss und einen Mikrofon-Klinkenanschluss, oder natürlich das USB-Headset.
Stück davon. Das USB-Stück ist nichts anderes als einfach eine USB-Variante mit nur einem USB-Stecker. Das Headset, das ganz normale Razer Kraken Pro, hat im Endeffekt den Vorteil, es hat noch ein Klinkensystem, was nochmal etwas besseren Klang liefern soll im Endeffekt. An sich ist es natürlich so, dass dieses genau zwei Klinken hat. Einmal natürlich die für den Sound und einmal die fürs Mikrofon. An sich relativ Standard gehalten. Es ist für 84,90 € etwas teurer als das Rocket. Aber nicht unbedingt viel besser. Es sind beide so ein bisschen auf einem Niveau, könnte man sagen. Die, die jetzt sagen, okay, ich möchte mein Headset noch ein bisschen individueller gestalten, weil das Razer Kraken Pro gibt es in unzähligen Farben, Leute. Das ist der Wahnsinn. Der kann natürlich dann noch zum Razer Kraken Pro greifen in dem Fall. Wer sagt, okay, ich möchte mein Headset relativ solide haben, ein gutes Headset, mit dem man auch wirklich schön Active Noise canceln kann, ein gutes Mikrofon dazu noch und im Endeffekt ein gutes abgerundetes Paket, der greift lieber zum Rocket Cave, wie ich finde, denn da kann ich nur bestätigen, dass das wirklich ein sehr, sehr schickes Paket, in Anführungsstrichen teureres im Stereo-Segment, aber dafür solides Headset ist, was auch mehrere Jahre halten kann. Wenn wir uns dann das Ganze im 5.1 Segment genauer anschauen, da ist es natürlich, wie ich schon sagte, so, dass es Mehrkanal-Toneffekte gibt und natürlich im Endeffekt ein Tieftonkanal-Effekt. In dem Fall ist es so, dass der Tieftoneffektkanal bei den wenigsten Headsets zur Verfügung steht. Das ist der sogenannte Subwoofer, wenn man so möchte, fürs Headset. Wenn man natürlich bei einem Headset das unterscheiden kann, dann ist es beim Rocket Cave 5.1, in dem Fall die Solid oder die Analog-Variante. Die Analog-Variante ist nur das neue Solid, bloß das Solid ist immer noch genau so gut wie das Analog. Also ich finde es eher so ein bisschen Geld abnehmen, weil wegen neu und so. Braucht man nicht unbedingt. Ich finde persönlich, das Solid 5.1 ist mein Favorit. Ich habe es jetzt schon seit über 3 Jahren selber in Verwendung. Und das ist das beste, für mich das beste 5.1 Gaming-Headset überhaupt. Man hat den Vorteil, man hat 3 Lautsprecher in jeder Ohrmuschel, separat voneinander getrennt. Diese sind im 12-Grad-Winkel zum Ohr im Endeffekt angewinkelt. Also sprich, man hat hier echten 5.1 Sound, man hat 6 Lautsprecher insgesamt in den jeweiligen Ohrmuscheln. Und kann damit den Sound auch relativ differenziert wiedergeben. Der Vorteil an dem Ganzen jetzt noch zusätzlich ist, dass man zwischen dem Headset und dem Anschluss nochmal ein kleines Mischpult hat, in Anführungsstrichen, wo man die jeweiligen Soundherkünfte genauer differenzieren kann. Sprich, man kann jetzt hier genau einstellen, so wie auf dem Mischpult, möchte ich jetzt mehr Sound aus dem Center haben, möchte ich mehr Sound vorne, mehr Sound hinten haben oder möchte ich eben den Bass verstärken. Das ist wirklich gut, das ist auch eines der Lieblingsfeatures für mich beim Rocket Cave. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich bin jetzt in einem Match, jetzt nehmen wir mal irgendein Spiel, Counter-Strike, und möchte mehr oder weniger die Sounds, die hinter mir passieren, relativ laut hören, weil eben die Schritte hinter mir lauter sein sollen, dann kann ich das hier genau einstellen mit so einem kleinen Regler, kann ich den ein bisschen hochschieben, dann habe ich lauteren Sound aus dem hinteren Tonbereich und das funktioniert bei den meisten Spielen sehr gut, sehr effektiv und eigentlich einwandfrei. Ja, das Headset gibt es derzeit für 90 € auf Amazon. Ich habe euch die jeweiligen Links natürlich immer unten reingeschrieben. Ich finde persönlich, es ist eins der besten 5.1 Headsets überhaupt. Besonders was den gesamten Bereich bei 5.1 Headsets betrifft, ist es meist ungeschlagen. Und dieser echte 5.1 Sound, der hier erzeugt wird, der schlägt die meisten 7.1 virtuellen Sound Headsets, beziehungsweise in dem Fall auch die ganzen 5.1 Headsets, die versuchen den Sound virtuell wiederzugeben. Das macht das Headset wirklich sehr gut. Besonders man kann genau unterscheiden, ist jetzt das Ganze vor mir, hinter mir oder genau neben mir zum Beispiel. Und das finde ich auch sehr schön, besonders auch was die da generell reingesteckt haben beim 5.1 Solid. Muss ich wirklich sagen, Lob hier an Rocket. Ich kann nur zustimmen, es ist eins der besten Gaming-Headsets in dem gesamten Bereich. Ich habe euch wie immer den Link natürlich in die Videobeschreibung. Und für den Zweck, wenn ihr ein Headset sucht, das für 90 € relativ günstig im 5.1 Segment unterwegs ist, das solide ist, das super Sound liefert, ein Top-Mikrofon, dann seid ihr mit dem 5.1 Gaming-Headset von Rocket in dem Fall wirklich richtig. Ich kann es noch weiterempfehlen. Jetzt werden sich die einen oder anderen fragen, was ist dann eigentlich dieses XTD 5.1 und analog oder digital? Das Digital hat nochmal eine integrierte Soundkarte in dem Mixer dabei, beziehungsweise hat es so eine Zwischenstation, mit dem ihr auch Bluetooth-Geräte anschließen könnt und so weiter und so fort. Etwas unnötig, wie ich finde, kostet dann auch über 180 €, glaube ich. Das Analog ist nichts anderes als das normale Solid 5.1, nur etwas neuer mit einem anderen Mischer, beziehungsweise Mischpult in Anführungsstrichen. Ich würde euch aber generell das
ältere empfehlen, das 5.1 Solid. Kann ich nur weiterempfehlen, besonders weil das mit dem Mischpult einfach super funktioniert. Und ja, ich habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit dem Headset gemacht. Ich verwende es jetzt schon seit über 3 Jahren. Sprich, das Solid 5.1 meine absolute Kaufempfehlung im 5.1 Segment. Ja, wenn wir uns den Bereich Tastatur genauer anschauen, muss man natürlich unterscheiden. Möchte man eine elektrische oder eine mechanische Tastatur? Bei der elektrischen Tastatur ist es so, es ist ganz normal. Die Tastenanschläge haben keinen richtigen Druckpunkt, die gehen einfach halt runter, wie man es kennt, und ja, liefern den Befehl an den PC. Der PC führt diesen Befehl aus. In dem Fall zum Beispiel, ich gebe ein E ein und er schreibt das E hin. Wenn man dann sagt, okay, ich möchte aber unterschiedliche Druckpunkte haben, ich möchte wenn ich draufdrücke, dass es auch Feedback gibt, oder im Endeffekt, dass ich so und so viel Gramm runterdrücken muss, damit überhaupt mal was passiert. Sprich, man möchte ein gewisses Feedback haben, man möchte etwas softer haben, etwas härter haben mit der Tastatur und so weiter, mit der Eingabe. Dann gibt es natürlich noch die mechanische Tastatur. Da gibt es dann auch unterschiedliche Farben für die jeweiligen Varianten. In dem Fall ist es aber so zum Beispiel, dass die Farbe Rot eine Druckkraft von 45 Gramm benötigt. Sprich, man muss 45 Gramm runterdrücken, damit hier auch etwas passiert. Ein gewisses Tastenfeedback gibt es da nicht. Es ist im Endeffekt aber mit 45 Gramm etwas vorhanden, bietet aber nicht unbedingt die meisten Features. Dann gibt es noch Schwarz. Da ist eine etwas höhere Druckkraft von 60 Gramm nötig, um die Taste nach unten zu drücken. Im Endeffekt ist es dann natürlich auch mit der Federvorspannung ja, zusammenhängend, beziehungsweise in dem Fall mit der Taste an sich. Bietet mit 60 Gramm Druckkraft relativ viel Aufwand, aber hat auch an sich kein großes Tastenfeedback. Dann gibt es noch das Braune, das hat eine Druckkraft von 45 Gramm, bietet aber auch ein Tastenfeedback, was man taktil nennt. Im Endeffekt ist es ein leichter Stoß, wenn Braun betätigt wird, sprich ist ein kleiner Mittelweg zwischen dem blauen und dem schwarzen Schalter. Der schwarze bietet gar keinen, der blaue bietet im Endeffekt dann das Audio- und taktile Tastenfeedback. In dem Fall ist es so, dass es natürlich einen leichten Stoß beim Betätigen des Schalters gibt und ein deutlich hörbares Klicken. Sprich, der Schalter wird betätigt mit 50 Gramm Druckkraft und man hat einen Klick und natürlich nochmal diesen leichten Stoß als Feedback. Also an sich kann man hier wirklich für jeden Gamer das Optimale herausholen an bestimmten mechanischen Tastaturen, je nachdem. Die sind aber auch teurer, die kosten ab 150 Euro aufwärts. Da gibt es aber auch die unterschiedlichen Tastaturen, die gibt es dann in der Ausführung mit den roten Key Switches, mit den braunen, mit den blauen und so weiter und so fort. Ich habe euch die aber auch natürlich unten in die Videobeschreibung gepackt. Da empfehle ich euch die BIOS MK Pro, was das betrifft. Da hat man diese ganzen Features, kann auswählen, was man genau möchte. Und ich habe euch den Link auch rein für die Key Switches, wo ihr das nochmal betrachten könnt. An sich hat man da aber relativ viel Auswahl und kann für sich nochmal genauer bestimmen, möchte man eben eine Tastatur für ja, ganz normal den Gaming-Zweck. Dann nimmt man zum Beispiel eine, die vielleicht leuchtet, eine ganz normale elektrische für 80 Euro in dem Bereich. Daher wäre dann die ISQ oder ISQ FX tätig. Oder man nimmt die teurere mechanische Gaming-Tastatur. Da ist es natürlich wichtig zu wissen, okay, was für ein Gamer bin ich? Brauche ich überhaupt diese ganze Druckkraft? Und wenn ja, welche brauche ich? Und wie sieht es da aus mit den verschiedenen Key-Switches? Da ist es natürlich unter anderem auch wichtig, sich das nochmal in Ruhe durchzulesen und zu wissen, okay, möchte ich jetzt ein Audio, möchte ich so einen Klick haben, möchte ich keinen Klick haben, wie stark soll der Druckkraft sein und so weiter und so fort. Kann man natürlich auch entscheiden, ist hier auch gegeben. Dann gibt es noch eine schicke Tastatur von der Konkurrenz, was mechanisch ist. Da wäre die G710 Plus von Logitech. Ist auch eine mechanische Gaming-Tastatur. Bietet die meisten Features auch wie die schöne Rocket. Dann kommen wir auch schon zu den Mäusen. Hier haben wir auch nochmal zwei Aspekte zu behandeln. In dem Fall zum Beispiel bei der Maus, was ist wichtig zu wissen? Man muss natürlich eine gewisse Empfindlichkeit haben. Die Empfindlichkeit bei der Maus ist mit DPI gerechnet. Ja, die DPI arbeitet mit einer gewissen Punktdichte, sprich, das ist eine Detailgenauigkeit. Je höher die DPI, desto weniger Aufwand müsst ihr betreiben, um eben die Maus vom Bildschirmende zum anderen Bildschirmende zu transportieren. Sprich, je höher die DPI, desto weniger müsst ihr eure Hand bewegen, um eben von einem Ende zum anderen zu kommen. Sprich, die Empfindlichkeit wird höher, könnte man sagen. Ja, das ist bei Mäusen der Fall, beziehungsweise wird da auch gerechnet, wie viel DPI schafft die maximal. An sich muss natürlich die Maus einen wirklich guten Hand liegen, man muss ein gutes Gefühl haben für die Maus. In dem Bereich empfehle ich euch, besonders für die, die nicht so viel aufs Äußere Wert legen, da wäre die Rocket Cone Pure was. Die kostet etwas viel, ich glaube um die 70 oder 60 Euro kostet die und ist aber an sich ein wirklich gutes, solides Stück.
Man hat im Endeffekt den Vorteil, man hat bis zu 8200 DPI, das ist für jeden Gamer eigentlich genug. Die meisten arbeiten mit um die 2 bis 3000. Wer natürlich sagt, okay, ich möchte eine auffällige Maus haben, ich möchte eine Maus, die Farben hat, leuchtet, blinkt etc., der kann zur Kone XTD greifen. Ist nichts anderes als die ganz normale Kone, nur nochmal mit Farbe hinterlegt. Finde ich persönlich auch nicht schlecht, nur ein bisschen teuer wegen eben der Farben. Würde ich jetzt nicht unbedingt zugreifen. Man kann auch die normale Kone Pure nehmen und spart ein paar Euro. Ja, wer natürlich sagt, okay, ich möchte eine Maus, die nicht ganz so teuer ist, die aber trotzdem diese ganzen Features liefert und die noch mit Gewichten eben modifizieren kann, der greift zur Logitech Proteus Core G2. Das ist eine Tuning-basierende Gaming-Maus. Die kann man zum Beispiel mit verschiedenen Gewichten bestücken, sprich man bekommt Gewichte mitgeliefert und diese kann man dann nochmal genauer in die Maus einlegen, die jeweiligen Gewichte, und die Maus so schwerer oder leichter machen, für den einen oder anderen dann mehr besser zu bedienen. Ich verwende diese Maus auch schon etwas länger. Man hat natürlich hier auch die ganzen Features wie bei der Rocket Maus, da unterscheiden die beiden sich relativ wenig. Und hat im Endeffekt hier diese Tuning-Gewichte, wie ich auch finde, sehr gut und komfortabel. Man kann so auch entscheiden, was ist das perfekte Feeling, beziehungsweise wie schwer muss die Maus für mich sein, damit ich auch hier das optimale Gaming-Erlebnis habe. Ja, an sich war es das auch schon wieder. An sich haben wir heute jetzt viel behandelt. Wir haben im Endeffekt den Bereich Gaming-Headset, wo ich wirklich sagen muss, für Stereo-Benutzer XTD Stereo ein super Headset, sehr solide. Für den Bereich 5.1, das Solid 5.1 Gaming Headset, auch von Rocket in dem Fall, eins der empfehlenswertesten Headsets im 5.1 Gaming Bereich. Ich verwende es schon lange. Und dann natürlich bei der Tastatur, in dem Fall die ganz normale ISQ oder ISQ FX für die normal elektrischen Benutzer von Tastaturen, die jetzt nicht unbedingt so Druckpunkte brauchen. Und dann bei der mechanischen Tastatur eben nochmal die ganzen verschiedenen Keys bzw. die ganzen verschiedenen Druckpunkte. Bei der Ryos MK oder Ryos MK Pro oder bei der G710 von Logitech und dann natürlich bei den Mäusen die schöne G502 von Logitech in dem Fall, die meiner Meinung nach eine der besten Mäuse ist, oder eben auch die Kone, die in dem Fall relativ viel Individualisierungsmöglichkeit bietet, sehr, sehr gut einstellbar ist und genauso wie die 502 eins der besten Mäuse in dem Gaming-Segment. Sprich, das war es auch schon wieder mit dem Gaming-Equipment von mir. Meine Empfehlungen waren das für euch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Fragen wie immer in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.